liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von SK am Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen. Heute eine doppelkleine Talkrunde, bevor die große Talkrunde oben im Hotel der Lindenhof in Gotha losgeht. Neben mir zwei, ja, man muss es so sagen, auch wenn Sie es vielleicht gar nicht gerne hören, zwei Skisprunglegenden, Jens Weißflug, Dieter Thoma und dazu eine, ja, weniger große Legende, aber das soll hier auch nicht wirklich die Rolle und die Hauptrolle spielen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt mal die Frage an sich. Talkrunde bei Olaf Seibel gehoben. Haben Sie schon öfter gemeinsam pariert? Also hier das erste Mal und wahrscheinlich insgesamt noch nie. Nee, nur auf der Schanze, aber da haben wir weniger gesprochen. Vielleicht zu Sportzeiten mal im dritten, im bayerischen noch, aber sonst Talkrunden eigentlich. Wie ist denn die deutsche Vereinigung im Skisprunglager eigentlich gelaufen? Konnte man dann relativ schnell miteinander oder hat man das damals abwartend gesehen nach der Vereinigung, als man ein Team wurde? Wie haben Sie es in Erinnerung? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also Jens hat wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen und auch Gefühle und Erinnerungen wie ich. Ich meine, ich war 20 Jahre alt, ich war ganz jung und mir war ziemlich viel egal. Ich bin im Wald aufgewachsen, weißt du, also wirklich in Hinterzarten im Schwarzwald, ziemlich wild unterwegs und Politik war mir eigentlich ziemlich schnuppe. Ich wollte einfach nur so weit wie möglich springen und ich muss, wenn ich gewinne, eh alle schlagen. Und von daher war mir das wurscht. Ich habe immer nur gedacht, die armen Kerle sind hier irgendwie hinter der Mauer. Warum? Ist doch total bescheuert. Und von daher war ich da relativ offen. Ne? Also hinterher habe ich da erstmal gemerkt, wie gut der Kerl ist. Und dann, das wusste ich vorher schon auch, aber nein, das war schon gut. Wie haben Sie es gesehen? Also sprachlich war es ja schon mal keine Barriere, das war das Gute. Und ich sage immer, Skispringen ging im Osten wie im Westen von oben nach unten und wer am schönsten und am weitesten gesprungen ist, hat gewonnen. Das war quasi der gemeinsame Nenner, den man hatte. Und es war quasi, ich will jetzt nicht sagen, egal, ob du mit einem Tschechen, einem Polen, einem Russen oder mit jemandem aus der Bundesrepublik gesprungen ist, richtig wie Dieter gesagt hat. Wenn man vorn sein wollte, musste man sowieso alle schlagen. Aber für mich war es in dem Jahr eine totale Motivation, weil Dieter hatte beide große Events gewonnen, Vierschanzentournee und Skiflug-Weltmeisterschaft. Ich war jeweils Dritter, also hatte ich quasi den Weltbesten in der Mannschaft. Und da war eigentlich jedes Training war schon ein bisschen wie Wettkampf. Also jeder hat wahrscheinlich den anderen dann beobachtet, wie weit springt denn der und Und das aus seinem Mund, eigentlich war er der Weltbeste, weißt du, für mich. Weil ich meine, er hat ja so viel gewonnen wie, also ich habe ja alles immer nur einmal gewonnen, aber er hat ja, weißt du, viermal die Vierschanztournee gewonnen, Olympiasieger mehrfach und weißt du, das ist dann, ja, ich habe immer gedacht, die anderen müssen auch mal was haben. Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Vierschanzentournee. Was macht diese Tournee aus Ihrer Sicht? Warum ist sie so einzigartig? Ich glaube, es ist eine Veranstaltung, die ganz viele in Deutschland und überall um die Jahreswende einfach verfolgen, die eigentlich sonst nichts mit Skispringen zu tun haben. Aber das ist so ein Programmpunkt über die Jahreswende, wo man einfach mit der ganzen Familie schaut. Und das haben mir immer ganz viele Leute gesagt, Mensch, sie habe ich doch immer bei der Vierschanzentournee gesehen. Und damit sieht man eigentlich, welchen Stellenwert es hat, wie viele Leute da vor dem Fernsehen schauen. Und es ist eigentlich kaum wiederholbar oder nicht zu toppen, weil es haben viele Veranstaltungen versucht mit Fußballturnieren über den Jahreswechsel, aber keiner kommt eigentlich dahin, auch an die Tradition ran, Vierschanzentournee. Und wenn man das als Kind verfolgt und dann Skispringer wird, dann will man auch irgendwann mal dabei sein. Ergänzung? Nee, ich sehe es genauso und die Faszination als Skispringer ist natürlich, dass es vier Wettkämpfe sind mit 8 Sprüngen und das besser ist als jetzt nur ein Weltcup, wo man vielleicht mal Glück hat mit dem Wind oder Pech hat mit dem Wind oder das Wetter halt einfach mal gut oder schlecht ist und man sich da gut drauf einstellen kann. Aber an vier Wettkampftagen, die alle unterschiedlich sind und früher waren die Schanzen sehr unterschiedlich, mein lieber Schwan, und dass man da halt in 8 Sprüngen ganz vorne landet, das war halt einfach das Höchste. Und eben, wie der Jens schon sagt, das gucken halt so viele Menschen zu. Da kann man sich halt zeigen, präsentieren und da war halt die Nervosität auch viel größer als bei jedem anderen Weltcup. Wir haben es ja beide gewonnen, wir haben ja schon drüber gesprochen, Sie mehrfach und seit 2002, seit Sven Hammerwald, kein Deutscher mehr. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Ja, ich sage mal, nach Hammerwald oder vielleicht schon zu Hammerwalds Zeiten
hat man sich vielleicht so ein bisschen auch in dem Erfolg gesonnt, der ja mit Reinhard Hess eigentlich kam und viele Jahre angehalten hat. Und der war dann irgendwann vorbei. Wir sind durch ein langes Tal gegangen, aber das Tal ist ja auch schon lang durchschritten. Und es ist eigentlich so ein bisschen ein Phänomen, warum wir im Moment die Tournee nicht gewinnen. Es gewinnen sie alle anderen mehrmals. Japaner, Polen, Österreicher sowieso. Und wir schaffen es nicht. Also es ist für mich ein fast unerklärbares Phänomen, besonders deswegen, weil wir in den letzten 2 Jahren auch als Favoriten rangegangen sind. Also wir waren ja auch dazu in der Lage. Ne? Und es dann nicht zu machen, hängt wahrscheinlich auch mit dem speziellen Druck zusammen, den wir haben, besonders beim Auftaktspringen. Ne? Jeder fragt dich natürlich, gewinnst du die Tournee dieses Mal? Ne? Und Karl Geiger ist jemand, der bewiesen hat, dass er bei großen Wettkämpfen gewinnen kann. Aber Tournee ist eben doch auch noch was Besonderes. Ne? Dieter Thoma, wie sind Sie damals mit dem Druck umgegangen? Ja, wie gesagt, ich war noch ziemlich jung, 20 Jahre alt, und ich war so quasi am aufsteigenden Ast. Ne? Dann ist es immer ein bisschen einfacher. Da guckt man ja immer zu den anderen Größen und sagt, hey, den will ich mal schlagen, den Weißburg, den Nicken und so. Wenn ich die mal schlage, boah, dann bin ich mal richtig gut. Und dann kommt es nach Oberstdorf, und bei mir war es halt so, Oberstdorf war eine brutale Motivation, weil ich genau gewusst habe, egal wie schlecht ich bin vorher, da springe ich immer gut. Und ich habe da auch 3-mal gewonnen, und das war für mich immer ein sehr guter Start. Und dann ist man ja schon mal mit einem Punktevorsprung, kommt man nach Garmisch, die Schanze mochte ich da nicht so. Innsbruck war auch ein bisschen schwierig, weil ich einen ganz kurzen Schanztisch hatte und eigentlich recht klein war. Und deswegen musste ich eigentlich immer schon ein bisschen vorbauen, und das hat dann am Ende ja dann auch gereicht. Aber das war immer was Besonderes, also Tournee, und dann hat man halt immer so Fantasien, dass man dann irgendwann mal, also man schläft wirklich so ein, dass man halt das Gefühl hat, man fliegt ewig und irgendwann steht man unten irgendwann mal als Sieger. Und wenn man das immer wieder mal träumt, dann ist es so, dass, wenn das tatsächlich passiert, dass es gar keine Überraschung mehr ist. Also das ist schon faszinierend, dass wir halt sehr viel im Kopf arbeiten müssen, weil wir machen halt sehr wenig Wiederholungen pro Jahr. Ja. Bleiben wir mal bei diesem Thema, auch der Trainingsintensität. Wird das bei Skispringern ein bisschen unterschätzt, wie viel trainiert werden muss, auch im Sommer? Oder müssen sie gar nicht trainieren? Doch. Also sie wissen, wie es wird. Es wird sicherlich unterschätzt. Ne? Also ja. Gerade viele denken, die fahren über den Schanzentisch drüber, lehnen sich nach vorn, und wer das am besten macht, der fliegt halt weit. Ne? Natürlich hat Aerodynamik im Skispringen einen hohen Stellenwert bekommen, was Flugtechnik, Skier, Auflagefläche der Skier und so weiter betrifft. Aber nach wie vor ist eben das Springen, das Abspringen auch ein entscheidendes Element, und das hat in den letzten Jahren, ich will nicht sagen zugenommen, aber es ist auf alle Fälle eine Priorität, an der auch fast täglich gearbeitet werden muss. Ich sag mal, so hoch wie die heute springen, hätten wir nicht geglaubt, dass man so hoch springen kann, und da waren wir schon eigentlich damals die Sprungwunder. Aber es gibt einfach auch veränderte Trainingsmethoden. Und da sieht man, zu was der Körper in der Lage ist, zu trainieren und nochmal eins draufzusetzen. Das ist für mich faszinierend. Und wir haben ja halt schon gedacht, dass wir voll professionell damals gearbeitet haben. Aber wenn man das jetzt mit heute vergleicht, dann denkt man, Mensch, da hätte man schon auch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen können. Ich meine es nicht in dem Umfang, sondern in der Professionalität, in dem Einzelnen. Und wenn man das damals gewusst hätte, was man heute weiß, also natürlich auch Technik, Material, da wärst du gar nicht mehr aufgekommen, weil die Schanzen wurden ja immer modernisiert. Die waren ja früher recht steil im Auslauf, jetzt werden sie immer flacher, weil man halt mehr am Hang entlang fliegen kann, weil die Aerodynamik und Technik halt einfach sich wahnsinnig verbessert hat. Und wenn wir das damals gewusst hätten, hey, da hätten wir Stadionrundflug gemacht, das wäre Wahnsinn. Also dann denkt man manchmal, waren wir blöd, hätten wir doch noch was herausfinden können. Ja, hätten wir noch mal was probiert. Genau. War ja Anfang der 90er Jahre auch die große Umstellung auf den V-Stil, als der Böglev, war es Böglev, ne? Ja. Das erste Mal das gezeigt hat, er hat ja massive Punktabzüge bekommen bei den Wettbewerben, so wie ich mich erinnere. Als Sie das erste Mal gesehen haben, was haben Sie gedacht? Also ich habe den das erste Mal, glaube ich, 87 bei der Vierschanzentournee gesehen.
Und da galt er ja als zweiter Eddie the Eagle. Mhm. Und ich sage mal, zweiter Eddie the Eagle ist nicht viel besser wie der erste. Mhm. Entsprechend waren auch die Leistungen. Und er war einfach einer von vielen am Anfang. Ne? Er sprang damit, war, ich sage mal, Mittelklasse, aber hat sich halt innerhalb von 2 Jahren vom absoluten Mittelklasse-Springer zum Weltspitzenspringer entwickelt. Und jeder hat sich dann gefragt, wie macht er das mit seiner, ich sag mal, relativ schlechten Technik, doch dann so weit zu springen. Und das war dann für viele, ich sag mal, auch der Wink, da mal dahinter zu schauen. Also wir sind dann in den Windkanal gegangen und dann kamen da Ergebnisse raus, die revolutionär waren, aber die sich im Praktischen auf der Schanze eigentlich noch nicht so gezeigt haben. Und das war für viele, für uns auch, eben noch nicht das Zeichen, jetzt umzustellen. Weil bis 91 sind eigentlich alle großen Meisterschaften noch von Parallelspringern gewonnen worden. Hätten Sie gedacht, dass sich das so durchsetzt? Ja, anfangs nicht. Ich war eh langsamer als der Jens. Jens hat das ein bisschen schneller umgestellt und auch besser gekonnt und auch besser gemacht. Das hat auch mit dem Bindungssystem zu tun gehabt. Und ich war eher so einer, ich habe mich früher, habe mich früher immer so ein bisschen an einem roten Faden festgehalten, der halt noch in der Vergangenheit war, ne? Dass ich immer gesagt habe, ja, also das war, also ich war ja auf deinem Ast und habe gedacht, es geht jetzt immer so weiter. Aber es war halt ein Fehler. Also wenn man sich an die neuen Sachen nicht orientiert und aufmerksam ist, da gab es noch einen Stefan Zünd aus der Schweiz, der war ja eigentlich auch kein richtig guter Skispringer, also nicht böse gemeint. Aber durch die neue Technik ist der ganz anders in die Fluglage reingekommen und ist halt einfach unten weiter gesegelt. Und wir haben immer gedacht, wie geht das denn? Und Werner Rathmeier aus Österreich, auch eher aus der zweiten Kategorie der Österreicher, hat den anderen allen davon geflogen. Und ich habe halt immer gedacht, nein, ich krieg's auch so hin irgendwie. Und das, ich habe 2 Jahre gebraucht für die Umstellung, dass ich es geschafft habe. Und das, bei dir ging es schon ein bisschen schneller. Nicht viel schneller. Nicht viel schneller, aber ein bisschen, ja. Und das war schon, weißt du, wenn man glaubt, dass man das so fest in der Hand hat und man hat wirklich die Zukunft so vor sich und denkt, es geht immer so weiter und plötzlich kriegst du so einen auf den Deckel, dass du gar nicht mehr dran glaubst, dass du überhaupt noch mal irgendwie was erreichst, das war schon hart. Also, und dann diese Umstellung zu machen, 2 Jahre quasi nur zu trainieren und immer wieder einen auf den Deckel zu kriegen, das war schon, war eine harte Zeit. Wie besiegt denn Skispringer den Zweifel? Wie jeder andere Sportler auch? Mit Hoffnung. Ja, also der Zweifel springt täglich mit oder trainiert täglich mit. Das ist ja quasi das, was einen auch so ein bisschen immer nach vorn bringt. Ne? Man hat ja immer den Zweifel, ist das, was ich mache, jetzt gut genug? Weil das Ergebnis ist ja noch nicht da. Und das lässt dich vielleicht auch immer aufmerksam sein und ehrgeizig bleiben, weil erst wenn das Ergebnis da ist, weißt du, ob das, was du gemacht hast, richtig war. Weißt du, wenn du in einer Trainingssession 8 Sprünge machst zum Beispiel und du machst jetzt 6 schlechte und 2 gute, dann gibt es diejenigen, die sich halt an den schlechten Sprüngen orientieren und nicht an den 2 guten. Und dann ist es halt so, also ich war immer einer, da, ich habe halt gesagt, oh, ich habe einen gehabt, da ging's. Und wenn ich es doch in meinem Körper drin habe, dann kann ich das vielleicht auch duplizieren, dann kann ich das vielleicht noch mehr machen. Und dann mache ich halt 3 oder 4 gute und 4 schlechte, sodass man sich da besser hinorientiert. Ne? Wenn wir beim Zweifel sind, kommen wir mal zur Angst. Darüber haben wir ja im Vorgespräch gesprochen. Ich meine, kaum eine Sportart hat so eine Verletzungsgefahr an sich. Denn wenn man abstürzt, dann ist das eben mehr als umfallen. Wie geht man damit um oder wächst man damit auf, wenn man früh beginnt? Oder anders, eine Frage, die ich noch vorher einschieben muss. Glauben Sie, dass man als 10- oder 12-Jähriger mit der Sportart noch beginnen kann und dann klasse werden kann? Also es gibt ja Beispiele wie Thomas Morgenstern, der eigentlich erst mit 12 richtig begonnen hat und dann doch Olympiasieger geworden ist. Aber es sind die Ausnahmen, weil die Schritte bis zum 12-Jährigen müssen ja in kurzer Zeit nachgeholt werden. Und ich sage mal so, ich glaube, wir zwei waren auch welche, die den Mut hatten, auch mal Angst zuzugeben. Also wir sind beide 94 von der Skiflug-Weltmeisterschaft nach Hause gefahren, weil wir uns einfach unserer Mittel nicht sicher waren. Mhm. Und ich hatte ein paar Wochen vor der Skiflug-Weltmeisterschaft, ich sage mal so einen Halbabsturz und ich wusste,
Wenn du den hier auf der Skiflugschanze machst, den wirst du nicht überleben. Und du hattest ja Harakopf schon einen schweren Sturz. Und ich konnte auch nicht mit halber Kraft Skifliegen machen, sondern wenn, dann war ein gewisses Risiko immer mit verbunden. Und das habe ich mir damals nicht zugetraut. Und ich glaube, es ist oftmals viel schwerer zu sagen, das traue ich mir nicht zu, als dann doch zu springen und dann 30. zu werden. Aber Sie sind ja beide schwer gestürzt auch in Ihrer Karriere. Wie ist denn, ja, wie kommt man damit klar? Muss man dann das völlig wegdrücken oder hat man dann, wenn man wieder oben steht, das erste Mal, sorry, Schiss in der Hose? Ich muss fragen, ich kann es mir schwer vorstellen. Also, ja. Es ist schwierig, also es kommt drauf an. Also jeder Sturz hinterlässt halt irgendwo im Hinterkopf so ein bisschen was. Und vor allem, wenn dann ähnliche Situationen kommen. Bei starkem Wind oder starkem Nebel, das war so dann mein Problem, weil da hatte ich eigentlich auch die schlimmsten Stürze. Und wenn dann die Situation wieder so war, du standst da oben, kommt es darauf an, welche Form du natürlich auch hast. Wenn du eine gute Form hast, dann weißt du, okay, das schaffe ich. Aber wenn du eine schlechte Form hast und ich hatte immer die linke Seite, war meine schlechte Seite. Und wenn ich wieder mich so verdreht habe und dann habe ich schon das Gefühl gehabt, boah, also im Probedurchgang war es schon ganz gefährlich, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Und je älter man wird, desto schwieriger wird es, sich immer wieder zu überwinden. Also so war es bei mir zumindest. Und die Frage ist halt immer, wie baue ich das auf, dass ich beim nächsten Mal eben nicht diesen Respekt habe? Weil es gibt einen Unterschied. Also es gibt die Angst vor dieser Gefahr und die Gefahr selbst. Die Gefahr selbst ist ja immer da, aber die Angst vor dieser Gefahr ist oftmals noch viel schlimmer. Und wie kann ich das überwinden? Und ich kann das eigentlich nur über kleine Schritte mich wieder herantasten, dass ich dieses Selbstvertrauen habe. Es klappt, ich kann es, ich habe eine gute Form. Und dann kannst du dann auch wieder in solchen Situationen glänzen. Aber es wird mit zunehmendem Alter bei mir was schwieriger. Wie war es bei Ihnen 83 nach diesem Unfall beim Skifliegen? Also der Beginn war überhaupt kein Problem. Also die ersten Sprünge waren völlig normal. Aber wie Dieter sagt, es kommt natürlich irgendwann zu dieser Situation, wie sie auch zum Sturz geführt hat. Man macht ja nicht ein Salto aus 12 Metern Höhe freiwillig und landet dann auf dem Rücken. Und in dieser Situation war es aber so, dass ich in der Luft, sobald der Ski gewackelt hat, eine Schrecksekunde hatte. Und jetzt konnte ich ja nicht zum Trainer gehen und sagen, du, ich habe eine Schrecksekunde, ich habe so ein Gefühl in der Brust. Und dieses Gefühl hatte ich tagelang nach diesem Sturz. Der Trainer, der hat mir gesagt, hast du einen Knall, geh hoch. Also ich wusste, dass mir der Trainer in dieser Situation nicht helfen kann. Er kann nicht mitfliegen und sagen, schalt die Schrecksekunde aus. Ich habe die überwunden bei völlig anderen Übungen. Auch völlig außerhalb des Sports habe ich mir dann Übungen gesucht, die dieses Gefühl in der Brust hervorrufen, um quasi außerhalb des Skispringens immer wieder eine Schrecksekunde zu haben. Und irgendwann, zumindest ist das meine Philosophie, kam es auch wieder im Verlauf der Vorbereitung zu dieser Situation, Wind, Ski wackelt. Und irgendwann hatte ich die Schrecksekunde nicht mehr. Also ich konnte wieder normal fliegen, ohne dass der Flug unterbrochen war. Und ich glaube, so heilt man auch Unfallopfer außerhalb des Skispringens, die man auch immer wieder in die Situation versetzt des Schreckens oder der Unfallsituation, um sie nicht übers, ich sag mal, Autofahren zu provozieren, sondern außerhalb. Ne? Man kann es ja mit Autosuggestion machen und vielen Dingen. Und ich glaube, es war so eine Art Selbstheilung, die ich dort provoziert habe, außerhalb des Skispringens. Das war im Nachhinein eine tolle Erfahrung, weil ohne diese Selbstheilung wäre die darauffolgende Saison nicht meine erfolgreichste geworden. Apropos Selbstheilung, was macht einen guten Skispringer aus? Er muss immer ein bisschen verrückt sein, glaube ich. Also er darf das Verrücktsein nicht verlieren. Ne? Dieter hat zwar gesagt, man bekommt mit zunehmendem Alter mehr Respekt. Ich sag mal, ich denke aber, das hängt immer von der Form ab. Ne? Mhm. Bist du gut drauf? Ich habe immer, auch in meinem letzten Jahr gab es Situationen, wo ich immer dann die Jungen gefoppt habe, na, wer war heute wieder mit vorn bei dem Wind? Der Alte. Ne? Ist ja auch Erfahrung. Ja, ne? weil man sagt, die Jüngeren haben keine Angst. Aber man muss auch schon ein bisschen verrückt bleiben, das Risiko kennen, es einschätzen, aber sich am Ende trotzdem wie ein Verrückter da runterhängen. Dann sind Sie beide ja bekannt dafür, dass Sie auch ein erfolgreiches Leben danach hatten, dass man das nicht
immer hat Martinücke ihn ja leider bewiesen, in Anführungszeichen, wie schafft man den Übergang? Ich meine, sie sind ja relativ lang gesprungen beide, wenn man es jetzt von heute aus sieht. Wir hatten es im Vorgespräch eigentlich zu kurz, aber war schwer, wenn Sie jetzt zurückschauen? Ja, also bei mir war es so, ich war 29 Jahre alt, mein Knie hat halt überhaupt nicht mehr mitgemacht. Ich hätte schon noch gerne meine fünften Olympischen Spiele gesprungen, das wäre aber halt dann 2002 gewesen. Ich habe ja 99, war man nochmal Weltmeister mit dem Team und ich hatte noch ein ganz ordentliches Jahr, aber ich habe dann schon gesehen, da kommt Hannawald und Schmidt, die sind jung, wild und die sind halt schon vielleicht jetzt den Schritt weiter, weil die das V natürlich in der Jugend schon gelernt haben. Und bei mir war das halt immer so ein Hybrid-Ding. Und dann habe ich mal gesagt, kann ich aus eigener Kraft nochmal gewinnen? Und diese Frage habe ich dann irgendwann mal mit Nein beantwortet. Weil ich gemerkt habe, da muss ich schon ganz viel Glück haben, dass ich irgendwann nochmal gewinnen kann. Und dann denke ich mir, also das tue ich mir jetzt auch nicht mehr an. Und nur mitspringen war... Nee, und mein Knie war halt auch am Arsch, wenn man so sagen möchte. Und dann kam halt RTL und hat mir ein gutes Angebot gemacht und habe ich gesagt, naja, also einen besseren Übergang kann ich eigentlich jetzt gar nicht kriegen. Und deswegen habe ich das dann auch zugesagt. Da kommen wir gleich nochmal dazu, aber wie war es dann? Bei mir ähnlich, also auch aus dieser Motivation heraus, dass man mit gesundheitlichen Problemen nicht das trainieren kann, was nötig ist, um vorn zu sein. Und damit bist du natürlich immer in dem Zweifel, ist das, was du jetzt gerade machst, gut genug? Dann kam bei mir auch die Situation, dass das natürlich auch mit Druck zusammenhängt. Ne? Die Leute erwarten von dir, dass du vorn bist. Du kannst aber das, die Erwartungshaltung aufgrund der Umstände gar nicht mehr erfüllen. Und ich weiß, es war hier in der Nähe in Oberhof, September 1995, da hat neben mir Sven Fischer wie ein Verrückter Krafttraining gemacht. Und ich habe so, ich sag mal, Bauch, Beine, Po machen können, weil es Knie zu sehr gezwickt hat. Ja. Und da wusste ich genau, eigentlich musst du das machen, ja, was der macht, ne? Genau. Um vorn zu sein. Aber gerade kannst du es nicht. Und da wusste ich, das wird nicht besser. Und habe da entschieden, das wird dein letztes Jahr. Ich will das auch nicht mehr. Ich will mich nicht immer erklären müssen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir diese Immobilie, die wir dann auch schon zum Hotel entwickelt haben, gekauft und somit war das zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht die zweite Laufbahn, aber es war schon was da, wo man hätte einsteigen können. Ich muss noch mal fragen, ich weiß, das klingt immer ein bisschen verkürzend, aber so ist das ja nun mal im Fernsehen. Wir kommen gleich noch mal zurück, im kleinen wie im großen Fernsehen. Welche Skispringereigenschaft hat im Leben danach am meisten genützt? Ich glaube schon eher so, das ist Durchhaltevermögen oder einfach diese Ideen, dass man immer wieder eine neue Idee aufbaut, weil beim Springen musst du ja immer wieder eine neue Idee haben, wenn du sagst, okay, das hat jetzt nicht funktioniert und ich probiere jetzt nochmal den nächsten Schritt, einen anderen Ski, einen anderen Anzug und hier nochmal und Technik nochmal verändern und dass man halt einfach auch das Leben so sieht. Mein Papa hat schon von früh gesagt, du, wenn du von der Schanze fliegst, musst du mal was anderes machen, ne? Und ich habe Kaufmann im Einzelhandel, Versicherungsfachmann gelernt und das übe ich zwar nicht aus, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich muss auch Plan B haben irgendwann. Klar, wenn du im Sport bist, willst du nur den Sport machen, aber dann musst du irgendwann mal Plan B haben. Und ich wollte eigentlich nie zum Fernsehen. Und mein Vater hat immer gesagt, hey, jetzt mach das doch, das ist doch ganz gut. Dann kannst du doch in dem Sport, kannst du doch auch noch weiter bleiben und kannst den Zuschauern das erzählen, worauf es wirklich drauf ankommt. Und so. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, so schlecht ist es vielleicht nicht. Und irgendwann wächst du da so rein. Ne? Und wie gesagt, ein RTL hat mir dann halt wirklich einen Teppich gelegt, kann man nur sagen. Und da bin ich jetzt heute auch sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil ich weiß nicht, was sonst draus geworden wäre. Weil wir haben Skilift zu Hause, wir haben Gastronomie zu Hause. Klar hätte ich da auch einsteigen können, aber das war nicht so meine Ambition, weil ich bin eben da aufgewachsen und ich wollte was anderes. Wie war es bei Ihnen? Ich wollte nichts anderes. Ich habe das wahr gemacht. Wer nichts wird, wird. Ja. Und ja, so einfach ist es dann auch nicht. Wer nichts wird, wird auch nicht wird. Aber es war ja die Frage nach dem, was wir da mitgenommen haben in die zweite Laufbahn. Und also ich reflektiere da ganz viel auf die Zeit der Umstellung auf den V-Stil, die uns eigentlich gezeigt hat, dass man, wenn man nicht wachsam ist, sich plötzlich im Mittelfeld wiederfinden kann. Und
ohne dass man eigentlich überholt worden ist. Also, oder eingeholt worden ist. Und das versuche ich heute, ich will nicht sagen tagtäglich, aber ganz oft umzusetzen, dass man wachsam ist für Dinge, die sich nebenher entwickeln und die man vielleicht auch nicht immer selbst im Griff hat. Aktuell natürlich. Corona-Situation ist auch so eine Erfahrung, wo wir quasi auch mit dem Hotelgewerbe, mit der Gastronomie natürlich stillgelegt wurden, ohne dass wir selbst einen Einfluss drauf hatten. Und es hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und auch da ist es vielleicht wichtig, Plan B zu haben oder in die Zukunft zu schauen, wie können wir aus dieser Situation jetzt herauskommen. Und das, wir haben quasi in dieser schwierigen Phase nochmal investiert. Also haben quasi nochmal, man kann sagen, 2 Millionen investiert, um quasi danach wieder auch Geld zu verdienen, wenn wir aufhaben. Ja, das ist natürlich ein Risiko, was man eingeht, aber wir hatten im letzten Jahr nur 5 Monate offen, aber die 5 Monate haben uns gezeigt, dass wir mit dem Plan eigentlich richtig liegen, wenn die Leute kommen können. Lebt ein Skispringer nach seiner Karriere angstfreier als andere Menschen? Bitte nicht falsch verstehen, das ist einfach so, wenn man regelmäßig in den Abgrund schaut. Das ist eine andere Angst. Also da geht es um die Gesundheit beim Skispringen. Im Nachhinein habe ich viele Dinge viel anders gesehen, einen ganz anderen Blickwinkel auf mich und den Sport bekommen. Ich habe dann wirklich das so gesehen, also Sport war doch wirklich die schönste Nebensache der Welt, weil damit konnte ich mir in einem gewissen Maß zwar eine Laufbahn danach mit aufbauen, aber heute, mit dem heutigen Risiko, habe ich ja nicht nur mein eigenes Risiko, sondern noch mit über 20 Mitarbeitern. Und das ist dann wirklich eine andere Nummer. Ne? Früher bist du für dich gesprungen und für dein eigenes Ego und heute wirtschaftet man für ein paar andere noch mit. Hören Sie, wenn man jetzt die Weltelite vertrickfilmt, ich sag's mal so, und Sie würden die jetzt ohne Gesicht und ohne Dings runterfliegen sehen, können Sie die erkennen? Kann man die erkennen? Hat jeder seinen eigenen individuellen Sprung? Ja, absolut. Sie wissen dann, das ist Kobayashi? Ja, absolut, sofort. Ja. Also jetzt vielleicht nicht, also ich bin jetzt auch 2 Jahre raus, oder jetzt ist es der zweite Winter, da guckt man vielleicht nicht mehr so, oder ist nicht mehr vor Ort, weil, also früher, da konnte ich das sofort. Also früher hat man den an der Anfahrt erkannt. Ja. Aber das merke ich, das gleiche Gefühl habe ich natürlich auch. Es ist irgendwann Zeit, das mal gehen zu lassen. Mhm. Ich kam letztes Jahr, zum Sommer Grand Prix in Klintal in das Springerlager rein. Jetzt rennt jeder noch zusätzlich mit Maske rum. Du erkennst ja niemanden mehr. Mhm. Es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Selbst wenn die im Fernsehen runterfahren und haben die Helme und Brille auf. Mhm. Und es ist für einen, der zwar regelmäßig schaut, aber trotzdem dann schwierig, die zuzuordnen. Und das ist das Komplizierte. Man ist einfach raus aus dieser Sportart, ist nicht mehr so nah dran, wie das als Experte vielleicht noch ist. Und dann muss man irgendwann sagen, also es gibt jetzt Jüngere, die das besser können. Aber raus aus dem Expertenstatus sind Sie ja nicht völlig und aus dem Legendenstatus schon gar nicht. Haben Sie irgendwann mal bereut, dass Sie nicht zu denen gehören, die Mitternacht betrunken in der Dorfmitte vor den Laternenmast zeichnen können? Wir sind zumindest in das Haus gegangen. Wenn wir bitte mit anderen Worten, man hat ja immer ein bisschen, wir haben es ja nun bei der Kimmich-Diskussion gesehen, dass man unglaublich viel erwartet von den sportlichen Helden, auch den ehemaligen. War das niemals auch Belastung? Doch schon. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe als junger Athlet. Also ich war jetzt nicht so der Disco-Gänger, der jetzt ständig da rein musste. Wir haben zwar auch schon mal gefeiert, so ist es nicht. Früher waren ja auch weniger Kameras und keine Handys dabei und weniger Journalisten. Da kann man schon auch mal mit den Kollegen mal ein gepflegtes Bierchen trinken, das kann man schon machen. Das war aber dann auch eher späteren Alters. Also als ich jung war, ich habe glaube ich, weiß nicht, mit 18, 19 mein erstes Bier getrunken. Also davor gab es gar nichts. Und
Das ist schon so eine gewisse Situation, die man halt erlebt und die man selber so verarbeitet, wie die Wurzeln halt auch waren, also von meinen Eltern herausgegeben, von meinem Umfeld herausgegeben. Und so entwickelt sich dann der Sportler. Und bei mir war das nicht so das Problem, dass ich da irgendwie traurig war, dass ich jetzt nicht dieses Leben hatte. Ich habe ein ganz anderes gehabt. Ich durfte wahnsinnig viel reisen, habe wahnsinnig viel erlebt, gesehen, andere Kulturen kennengelernt, andere Sprachen, also nicht gesprochen, aber zu verstehen gegeben. Und das war schon was Tolles, muss ich sagen. Also trotzdem ist man ja irgendwann dann auch so eine Art Vorbild. Und dann kann man eben sich eben solche Sachen nicht erlauben. Wie war es bei Ihnen als DDR-Held und später auch gesamtdeutscher Held? Es gab ja nun relativ wenige Karrieren dieser Art. Franzi von Einsig noch, Katharina Witt, und dann hört es auch schon langsam auf. Und Sie? Ja, also, wie war es mit Belastung? Wenn man mit 19 Jahren die Vierschanzentournee gewinnt, dann gab es zwar damals viel weniger Fernsehsender, viel weniger Medien insgesamt, aber die Leute waren total sportbegeistert. Ich kann mich erinnern an meine ersten, ich sag mal, Auftritte, auch sportlichen Auftritte. Plötzlich war man Volksheld. Man konnte wirklich nicht mehr in Ruhe Kaffee trinken gehen, oder wenn man abends wirklich ein Bier getrunken hat, dann standen schon die Leute daneben, haben gesagt, was, Herr Weißflug, Sie trinken auch Bier? Und war man dann halb 10 noch da, haben sie schon auf die Uhr geschaut und haben gesagt, wollen Sie nicht langsam nach Hause gehen? Also es war schon eine neue Situation, in die man erstmal reingewachsen ist, aber es war dann, wie Dieter sagte, eigentlich auch was Spannendes. Ich war mit 16 Jahren das erste Mal im Westen, was ja für uns wirklich was total Besonderes war. Dann gleich in St. Moritz, also was könnte man sagen, Besseres geben. Und das hatten Gleichaltrige ja gar nicht. Ne? Also wir haben mit 16, 17, 18 eigentlich schon die Welt gesehen und waren dort in der anderen Liga, aber haben Dinge erlebt, die andere nicht erleben konnten. Und das war das Besondere. Und dann nimmt man solche, ich sag mal, Misslichkeiten, wenn sie es überhaupt sind, dann eigentlich auch locker hin. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gotthard Lokalfernsehen, wir könnten das hier noch 40 Minuten weitermachen, eine Stunde. Ich könnte gar nicht aufhören, ich würde Sie am liebsten in den Keller sperren. Geht aber nicht. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Olaf Seibel wird mit Ihnen heute viel Spaß haben. Schauen Sie mal rein wieder. Ihnen alles Gute. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Bis zum nächsten Mal und toll für heute Abend. Dankeschön. Alles klar. Gerne, gerne. Bye, bye.